Das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beenden heute auch ganz offiziell die Arbeit der Enquete Internet und digitale Gesellschaft. Ich will mich zunächst ganz herzlich bei allen Sachverständigen bedanken, die über die von den Parteien, also sind ja von den Parteien benannt worden, Grenzen, über die Parteigrenzen hinweg, die Arbeit der Enquete bereichert haben. Und sie haben viel Zeit und viel Kraft reingesteckt und das ohne einen Fraktionsapparat und ohne persönliche Mitarbeiter. Deswegen herzlichen Dank und ein ganz besonders herzliches Dank auch an das Sekretariat der Enquete. Ich will mich an dieser Stelle auch insbesondere bei Constanze Kurz und Annette Mühlberg bedanken, die in besonderer Unabhängigkeit die Arbeit der Enquete begleitet haben. Ich will an dieser Stelle auch anmerken, dass ich finde, dass es bedauerlich ist, dass die Debattenzeit jetzt verkürzt worden ist und weder die Verkürzung der Debattenzeit noch der Zeitpunkt der Debatte der Arbeit der Enquete angemessen ist. Den wichtigsten Beitrag, den die Enquete geleistet hat, war, das Thema in der Gesellschaft zu verankern und damit auch in der Mitte des Bundestages. Es ist eben nicht mehr nur ein Thema für ein paar Verrückte in den jeweiligen Fraktionen, sondern im Prinzip hat mittlerweile jede und jeder Abgeordnete irgendwie mit dem Thema Netzpolitik zu tun. Und das ist auch ein Beitrag der Enquete. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an parlamentarischen Prozessen ist sinnvoll und richtig. Alle können profitieren, wenn Bürgerinnen und Bürger an Entstehungsprozessen von Initiativen beteiligt werden. Und deswegen ist es zu begrüßen, dass die Enquete empfohlen hat, wenn zukünftig parlamentarische Gremien die Beteiligungswerkzeuge nutzen wollen, sollen ihnen diese auch zur Verfügung gestellt werden. Und ich kann alle nur auffordern, machen Sie das, nutzen Sie die Beteiligungswerkzeuge. Ich persönlich finde, die Enquete hätte an der einen oder anderen Stelle im Hinblick auf die Handlungsempfehlungen durchaus mutiger sein können. Es handelt sich schließlich um Empfehlungen und am Ende entscheidet der Bundestag. Der Abschluss der Enquete ist aber auch immer ein Punkt, nach vorne zu schauen. Deswegen will ich aus linker Sicht deutlich machen, wo Handlungsbedarf besteht, um das Internet als Raum der Freiheit, der Offenheit und des sozialgerechten Zugangs zu gestalten. Erstens, Internet gehört zum Alltag. Ohne Zugang zum Internet sind Menschen von vielen gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen. Jobvermittlung, Nachrichten, Online-Banking, Austausch und vieles, vieles andere könnte ich hier aufzählen. Deshalb sagen wir Netz für alle. Und wir meinen, dass der Zugang zum Internet Bestandteil des soziokulturellen Existenzminimums sein muss und deshalb ein Computer unpfändbar sein muss. Das haben wir in einem Antrag hier eingebracht und auch in einem Sondervotum in der Projektgruppe Medienkompetenz noch einmal deutlich gemacht. Zweitens. Zugang zum Internet setzt aber auch voraus, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, das Internet zu nutzen. Deshalb ist der Breitbandausbau eine dringend notwendige Angelegenheit und eine Universaldienstverpflichtung ist dringend nötig. Dies wiederum, ich wundere mich, warum jetzt von SPD und Grünen kein Beifall kommt, denn dies wiederum haben die drei Oppositionsfraktionen in drei Sondervoten gefordert. Drittens, Netz für alle bedeutet aber auch, dass an der Netzneutralität festgehalten werden muss. Nicht nur Entwicklungen in jüngster Zeit, ich sage mal Telekom, lassen uns sagen, Netzneutralität gehört gesetzlich verankert. Und auch das haben die Oppositionsfraktionen in zwei Sondervoten festgehalten. Wenn wir vom Internet als einem Raum der Freiheit, der Offenheit und des sozialgerechten Zugangs sprechen, dann bedeutet dies aber auch, dass wir einen Datenschutz brauchen, der diesen Namen wieder verdient. Klares Nein zu Vorratsdatenspeicherung, Voreinstellung von Geräten und Diensten mit der größtmöglichen Privatsphäre und Sicherung von Anonymität und Pseudonymität im Internet. Dass Netzpolitik Gesellschaftspolitik ist, will ich an einem Beispiel aus der Außenpolitik deutlich machen. Wir als Linke betrachten die Ergebnisse des sogenannten Tallinn-Manuals ausgesprochen skeptisch. Dort sollen völkerrechtliche Fakten geschaffen werden im Rahmen eines informellen Gesetzbuches, unter welchen Bedingungen
bei einem sogenannten Cyberwar mit konventionellen Mitteln Krieg geführt werden kann. Völkerrechtler bezeichnen dies als Krieg auf Verdacht. Wir als Linke sagen auch hier sehr deutlich, wir lehnen Krieg als Mittel der Politik ab, Krieg auf Verdacht erst recht. Das Internet und die Digitalisierung der Gesellschaft verändern unser Leben rasant. Es liegt an uns, wie wir diese Herausforderungen meistern. Die Linke stellt sich diesen Herausforderungen, wird die Handlungsempfehlungen aufgreifen, auch in der nächsten Legislaturperiode. Und unser zentraler Ausgangspunkt ist dabei das Internet als Raum der Freiheit, der Offenheit und des sozial gerechten Zugangs zu gestalten. Für Bündnis 90 Grüne hat jetzt Konstantin von Notz das Wort.